Also es geht nicht ums Geld, aber man muss natürlich gucken, dass der Input auch irgendwie den Output matcht. Und Musik ist halt so, Musik ist eine Leidenschaft, Musik ist eine Passion, aber da liegt jetzt nicht so das Geld. Man muss ja gucken, dass man seine Familie ernährt und irgendwie leben kann, ne? Ich muss gucken, wo ich bleibe. Hi, hier ist Jan Lee. Wir sind heute bei Diffus. Wir sprechen über Jan Lee Money, Jan Lee Independent, Jan Lee Street Fighter, Jan Lee Music und abonniert unsere Kanäle, liked das Video und lasst einen schönen Kommentar da. Wer bist du und was machst du? Also ich bin Jan Lee, ich werde 23 und ich bin Musikerin, Vollzeitstudentin, Jan Lee Street Fighter und vieles mehr. Delikatesse aus Thailand. Wie bist du zum Rap gekommen? Ja, also man hat ja früher immer schon so mitgesungen, mitgetanzt. Also Musik und Rhythmus war schon immer so Teil von meinem Leben. Auch weil meine Brüder früher Gitarre gespielt haben, auf Thailändisch gesungen haben mit mir und so. Es war immer so ein Familiending, irgendwie abends zusammenzusitzen und oder nach der Schule heimzugehen, die Schultasche in die Ecke zu werfen, erstmal so zu singen und zu tanzen. Und dann irgendwann, so mit 13, habe ich angefangen, Chicago Drill zu hören, so Chief Keef, Lil Reese, Lil Durk, Fredo Santana und die ganzen Sachen. Und dann irgendwann habe ich mich selber recorded, selber geschrieben, erst anfangs auf Englisch. Und ja, dann hat man sich immer so ein bisschen verbessert und gesteigert. Warum rappst du jetzt auf Deutsch? Ja, Deutsch hat irgendwie so Zukunft in Deutschland und auf Englisch ist es ein bisschen schwierig. Und ich bin auch sicherer auf Deutsch unterwegs. Was waren deine ersten musikalischen Einflüsse? Auf jeden Fall Christina Aguilera, weil nach ihr wurde ich auch benannt. Dann Britney Spears, Cassie, Missy Elliott, Aaliyah, ich will niemanden vergessen. Ja. Ja. Du bist Kampfsportlerin. Erzähl doch mal. Ja, ich könnte euch jetzt auch meine ganzen blauen Flecken zeigen. Ich war gestern Abend rollen. Ja, ich habe mit Boxen angefangen, dann bin ich zum Muay Thai, dann mittlerweile jetzt BJJ, also Brazilian Jiu-Jitsu, MMA. Und ja, ist auf jeden Fall meine große Leidenschaft. Ich versuche jeden Tag zu trainieren. Was bedeutet Sport für dich? Also es hat einen sehr großen Stellenwert, weil es einfach so ist mein Ausgleich. Ist so, also meine Kampfsportschule ist so meine Safe Zone. Wenn ich da reingehe, so die nächsten 4 Stunden, ich bin off. Also ich kann für mich was tun tatsächlich. Ich nehme mir die Zeit so für mich, weil sonst im Alltag ist alles immer ein bisschen stressig, immer viel zu tun. Und das ist halt so, okay, ich gehe trainieren, so lass mich alle in Ruhe jetzt die nächsten paar Stunden und deswegen, ja. Es bedeutet mir krass viel. Wer inspiriert dich? Also ganz ehrlich, ich selber bin meine größte Inspiration tatsächlich. Durch meinen Werdegang, durch mein ganzes Leben und zu was ich geworden bin, weil ich war halt nicht immer so. Wer hat alles an Still Chun Li gearbeitet? Ich habe meinen Hausproduzenten hier heute dabei. Junge Ehre, Joscha, Honor. Ja, mit ihm habe ich eigentlich so richtig angefangen. Vanya war dabei, Palazzo Beats, CD. Eski, ja. Was hat es mit dem Titel der EP auf sich? Also es ist so voll so, ich bin es immer noch. Also ich bin immer noch Jan Lee, ich habe mich nicht verändert. Ich komme noch krasser zurück, ich komme noch stärker zurück und ja, ich werde es auch immer bleiben. So egal was passiert in meinem Leben, ich werde trotzdem immer authentisch bleiben, immer ich bleiben. Und deswegen so still Jan Lee. Wie würdest du die Inhalte auf der EP beschreiben? Also es ist eigentlich so ein Zusammenschnitt aus meinem Leben, so neben Vollzeitstudium, neben Kampfsport, neben Musikerin, dann eigenes Künstlermanagement. Also es ist eine Ein-Mann-Armee. Oder die Leute, mit denen ich arbeite, sind auch Ein-Mann-Armee. So Joscha macht auch alles selber oder Max Gold, dem habe ich auch sehr viel zu verdanken. Der hat auch sehr viel mitgewirkt. Meine ganzen Videos machen wir immer zusammen. Er macht auch komplett alles selber. Und ja, es ist halt so, es hat nicht so einen roten Faden, sondern es ist einfach so ein. Das, was entstanden ist in meinem hektischen Leben so. Mit welchen KünstlerInnen würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Ja, die ganz Großen natürlich. Cardi, Nicki, Saweetie, oh, Saweetie auf jeden Fall. Ich fühle richtig ihren Vibe. Ja, es gibt so unzählig viele. Was ist dein momentaner Lieblingssong auf der EP? Auf jeden Fall. Wir hatten es erst gestern darüber. So, wir streiten gerade ein bisschen. Was ist so der. Also, Fokus-Track war ja Still Jan Lee, offensichtlich. Aber ja, Wifey oder Still Jan Lee. Sis ist natürlich so der Klassiker, mit dem ich so reingekommen bin. Aber Wifey ist schon, boah, Wifey ist schon ein echtes Brett. Ja, Wifey oder Still Jan Lee.
Du rappst in Easy auf Spanisch. Kannst du dir einen kompletten Song auf Spanisch vorstellen? Also ich spreche nicht so gut Spanisch, nicht fließend. Ich habe so ein Semester Spanisch gehabt, wie ich auf Spanisch tatsächlich. Und, aber ich kann mir schon vorstellen, hier und da mal was einzustreuen, so wie so ein, zwei Lines. Oder auch voll gerne auf Thailändisch. Habe ich auch schon probiert, so ein paar Wörter mit reinzunehmen. Ist halt ein bisschen schwierig, immer so Reime zu finden. Aber ich könnte mir definitiv vorstellen, auf Thailändisch auch irgendwann Mucke zu machen. So den deutschen Markt erstmal so ein bisschen mich hier sichern und dann den Thai-Markt erobern. Auf der EP ist kein Song wie Fassade drauf. War das Absicht? Also Fassade war der zweite Song tatsächlich, den ich rausgebracht habe. Und zwar halt so, die Location war schon gebucht, alles für Video war schon organisiert, weil ich bin so ein Mensch, der immer alles visualisiert, egal was. Und dann haben wir nicht den passenden Song gehabt. Und Max ist halt so einer, der dreht halt nur Sachen, die dem auch richtig gefallen. Wenn die Sachen nicht passen, dann sagt er, ich dreh nicht. Und dann mussten wir auf diesen Song drehen, obwohl das Soundbild mäßig gar nicht gepasst hat. Weil ich musste ja erstmal, okay, hier bin ich bin Jan Lee, ich mache Rap. Und bam, es kommt direkt so ein emotionaler Song. War jetzt, aber ich bereue es auch nicht, weil mir schreiben heute immer noch Leute, ey, ich höre deinen Song Fassade und der hat mich so abgeholt, der hat mich so berührt. Deswegen war es jetzt nicht so ein Fehler. Aber es wird mehr Emotionales kommen. Ich glaube, das übernächste Tape wird so richtig emotional, auch so ein bisschen Singsang. Aber das nächste wird auf jeden Fall Rap, weil das jetzt war, das war ja Singsang und Rap gemischt, aber ich brauche Rap. Woher kommt dein Fokus auf das Business? Definitiv auch durch mein Studium. Ich studiere internationales Immobilienmanagement, jetzt im fünften Semester und beschäftige mich auch so damit, weil also es geht nicht ums Geld, aber man muss natürlich gucken, dass der Input auch irgendwie den Output matcht und Musik ist halt so, Musik ist eine Leidenschaft, Musik ist eine Passion, aber da liegt jetzt nicht so das Geld. Man muss ja gucken, dass man seine Familie ernährt und irgendwie leben kann, ne? Und deswegen muss man sich noch andere Einnahmequellen sichern und ich beschäftige mich damit natürlich, weil sonst könnte ich jetzt keine Musik machen, wenn das sich nicht anders finanzieren würde. Ich habe kein Label, ich bin independent, ich muss gucken, wo ich bleibe. Können wir dieses Jahr noch mit einem Album rechnen? Also das Bundle war ja schon krass. Ich glaube, nicht viele Independent Newcomer machen das. Das ist halt sehr viel Arbeit und kostet auch einiges, das alles irgendwie, ne? Album ist halt so, ich habe leider noch nicht die Reichweite für Album, muss ich ganz ehrlich sagen, auch deswegen, also an mir liegt es nicht, die Songs sind gestartet, die Songs sind ready, aber ich muss irgendwie noch ein bisschen abwarten, glaube ich, bis es alles ein bisschen bigger wird, dass ich dann so mit physischen Sachen kommen kann, eine Merch-Kollektion wird kommen, ich bin auf jeden Fall dran und die nächste EP ist auch schon ready. Aber so leider mit Album wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern.